So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Runde vom Super Mario Maker 2. Und Nanü? Hast du Bock? Komm, ich hab auch Bock. Jetzt hat sie Bock. Sehr gut. Also die Switch. Ich hab meinen Kopf. Aha, ich hasse spontane Aufnahmen, da bin ich immer so unvor. Oh mein Gott. Moment, ich muss ganz kurz hier noch meine Ohrstöpsel. Sekündchen. Sekündchen. Ich hab nämlich der gute. Ich weiß nicht, wie ich dich jetzt nennen soll, weil auf YouTube heißt du Felix irgendwas. Und auf Twitter heißt du Pika95. Ich bleib bei Pika, okay, weil dann verwechseln wir das nicht mit dem Nerdnuss Felix. Der hat mir von seinen Freunden Levelcodes geschickt. Das heißt, wir erfahren heute. Moment. Wir erfahren heute, ob die Freundschaft bestehen bleibt oder nicht. Nein. Was seine Freunde so für tolle Level bauen. Vier Stück sind's. Und bevor ich irgendwas anderes nachgucke, machen wir einfach das. Ja, ich könnte natürlich jetzt auch erst wieder in meine Liste gucken und da schauen und ich könnte, das war der falsche Buchstabe. Und ich könnte andere Dinge tun. Wie zum Beispiel Multiplayer-Spiel. Das ist das Problem. Man kann bei dem Spiel so viel Verschiedenes machen. Ne? Und 3GG. Man weiß gar nicht, was man spielen soll. Das ist. Ne? Was habe ich jetzt wieder getan? Ist das ein S vielleicht anstatt ein V? Wie komme ich denn da? Komme ich dazu? Komme ich? Muss ich? Kann ich zurück, ohne dass ich. Ah, nice. Nein, das war das Fa. Hä? Hä, jetzt hat's aber hier die 3 vor dem G rausgelöscht. Hä? Ich wollte das V weghaben. Und da Quatsch, das V wollte ich eben nicht weghaben. Okay, wir tippen das einfach neu ein. Also W4X, das ist eindeutig. Da kann ich mich nicht verschrieben haben. So, dann kommt 3, das könnte halt ein S sein. V. Und keine 5. Und 3GG. Ah gut, das könnten auch zwei Sechser sein. Oder eine 6. Oh no. Oh yes. Okay, sieht nach einem ganz normalen, netten Level aus. Auch nicht allzu kurz, wenn der Weltrekord 2:15 ist. Ja. 53 Leute haben schon gespielt. Ist ein Rätsel-Level. Okay. Ich bin gespannt. Let's go. Let's go. So. Ansonsten hätte ich jetzt den Kommentar nochmal herholen müssen. Da steht es ja dann in Druckbuchstaben. So, dann gucken wir mal. Bei Rätseln bin ich natürlich immer gleich. Bei Rätseln bin ich natürlich immer gleich darauf aus, die zu breaken. Darunter ist sicherlich nicht die beste Idee. Aber hier. Da muss irgendwas. Irgendwas muss hier entlangfahren, aber wo kriege ich dieses irgendwas? Ach, vielleicht da unten. Halt, geht noch nicht gut. Das ist tatsächlich ein Rätsel-Level, ja. Ich vertraue einfach mal den Coins. Ach so. Ja, aber das wird jetzt mit der Lava nicht zusammen. Okay, ich sollte mich nicht bewegen.
gut. Aber wie gesagt, das weiß man ja jetzt ja nicht so wirklich, wann man da runter muss, damit das mit der Lava zusammenpasst. Ne? Das heißt, das ist ein bisschen... Ja, weil wenn ich sofort... Okay, ich muss wahrscheinlich dann, wenn die Lava runtergegangen ist. Okay. Das heißt, hier kann ich jetzt warten. Dupi 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 dupi. Reicht das? Oh mein Gott. Hab ich nicht gemacht. Hat keiner gesehen. Ja, weil wenn ich da runterfalle, das würde, selbst wenn ich die Blöcke erwischen würde, ich würde ja jetzt voll in die Lava segeln. Gut, ich könnte... Ah! Ich hab da... Ich hab da eine Idee. Lass mich mal was ausprobieren. Das haut hin. Das kriegen wir hin. Dann sparen wir Zeit. Moment. Es geht mir jetzt nicht darum... wegen der Levelzeit, sondern ne, wir sparen Zeit. Aber ich muss halt das sowieso öfter starten und dann wäre es gut, eine Taktik zu haben, die am Anfang gleich sehr schnell zum Ziel führt. Und hier habe ich die Taktik, passt auf. Seht und staunet. So, und jetzt warte ich einfach hier. Naja. Wenn es denn funktioniert. Aber ihr habt gesehen, in der Theorie klappt das schon ganz gut. So, und jetzt warte ich einfach hier. Weil jetzt kommt es dann irgendwann wieder. Und dann steige ich einfach auf. Ja. Na, aber es funktioniert. Wir kommen direkt drauf. Wir müssen nicht erst einen kompletten Zyklus abwarten von der Lava. Das war blöd. Wo bin ich da vorhin runter? Hier, ne? Da. So. Und dann funktioniert das nämlich auch. Der Maul. Okay. Okay, jetzt muss ich das so machen, dass der Peacewitch da drüben, aber das funktioniert auf jeden Fall so. Sag ich ja. Ja, nice. Okay, also da hat mehrere solche Rätsel gebaut mit dem Ding. Da hoch. Dann geht das hier rein. Oh, das ist... Das hätte man vielleicht ein bisschen günstiger. Ich meine, klar, er macht es wegen der zweiten P-Switch-Tür. Aber... Das hätte man vielleicht ein bisschen besser bauen können. Hier jetzt das Gleiche. Weil ich halt dann die nächste Peacewitch-Tür direkt erwischen würde. Ich verstehe den Gedanken. Na, ich käme jetzt direkt an den Schlüssel ran. Aber es komme ich halt auch so. Ach, das geht nicht. Ah ja, gut, wir sind in keinem Hack. Ich kann nicht spin-jumpen. Schade. Ich kann den leider nicht kaputt spinchen. Ja, okay, meinetwegen. Oh boy. Wait, bevor wir das da machen. Okay. Oh nein, jetzt ist er wieder weg. Dann
Die spawnt ja einfach. Was soll das denn? Nein, was tue ich? So, und jetzt lauf dahin. Dankeschön. Flupp. Okay, der Abschnitt ist cool. Der Abschnitt ist cool gewesen. Da sind auf jeden Fall coole Ideen dabei, das muss man schon sagen. Es sind ein paar Sachen, die finde ich, wie gesagt, die finde ich ein bisschen ungünstig. Habe ich auch begründet, warum. Aber insgesamt coole Ideen. Insgesamt coole Ideen, also auf jeden Fall Potenzial, aus meiner Sicht. Ja. Sehr schön. Auf jeden Fall ein toll. Gut. Hat der noch mehr gebaut aktuell? Nein, da hat bisher ein Level gebaut. Werden wir uns aber auf jeden Fall hier mal in die Favoriten reinstecken. So. Weiter im Programm. XRT. 1VK. 3QG. So. Yes. Das hat schon mal funktioniert. 9,04 Abschlussrate, 1 Minute 5, der Weltrekord. Let's go. Liana Jungle. Klassisch und Thema, also use the moving vines to traverse the jungle. Okay, alles klar. Ja, los geht's. Da ist bestimmt ein Pilz hier drin. Plopp. Ah, da ist, da kommt eine Stachel. Och, ich hasse die Wasserphysik, ne? Ah, ich habe die Stachel nicht gesehen. Ich habe die Stachel nicht gesehen. Aber die Wasserphysik im Maker ist so merkwürdig. Die Wasserphysik im Maker ist komplett merkwürdig. Da keine Worte für. Ach so. Ach so. Ja, das macht die Sache ja komplett anders. Das habe ich gar nicht gerafft. Ich habe mich schon gefragt, wann die Moving Vines kommen. Die erstelle ich. Ach so. Ja, das ist ja komplett cool. Aua. Bei einem würde ja... Ah, mein Gott. Eine würde dann ja reichen. Aber das ist echt eine coole Idee. Ich weiß nicht, ob das schon jemand anders mal gemacht hat und der hat es so ein bisschen nachgebaut. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Idee. Das mag ich. Die Münze brauchen wir nicht, denn sie ist ja keine Zielbedingung. Oh! Hi. Da kam was raus, was ich nicht so nett fand. Was mich nicht so nett fand, ist die richtige Aussage. Ich hätte... Da war ich zu ungeduldig. Da war ich auch zu ungeduldig.
Ratet, was ich da war. Richtig. Zu ungeduldig. Ich vergesse die jedes Mal. Also großen Sprung ansetzen, dann kommen wir da auch drüber. Nein, ich will mit dich schwimmen. Ach, kommt schon. Nee, dann gehe ich mich einmal neu starten. Ich will da wenn schon gleich ran und dann passt die Geschichte auch. So. So, vielleicht stellen wir uns jetzt diesmal im zweiten Teil auch einfach nicht so an. Das wäre doch eine Idee. Auf jeden Fall auch schön gebaut, also kann man nichts sagen. Okay. Diesmal hat es gepasst. Ich lache, wenn da oben direkt das Ziel kommt und wir einfach nur am Ziel gestorben, also vor dem Ziel gestorben sind. Ah, no. Ah, ne, Midway Point, der nächste. Ja gut, das geht auch. Ah. Und das wird jetzt... Das wird jetzt interessant. Zum Glück hat er so ein paar Münzen gesetzt. Da sieht man grob... Ja, wobei, den Weg sieht man auch so, aber ja. Okay. Die Ideen sind cool. Also wenn er die Ideen selber hatte, ist das cool. Wenn er es irgendwo gesehen hat, hat er auf jeden Fall das Konzept schön gebaut. Ja, weiß ich nicht, ob er sich selber auf die Idee gekommen ist oder ob er das irgendwo schon mal gesehen hat und dann sowas Ähnliches gebaut hat. Das ist ja... Man kann ja auch das Rad nicht immer neu erfinden, ist ja klar. Aber schöne Ideen. Hat mir gefallen. So. Hat der schon was anderes gebaut? Ja. Insgesamt schon 3 Level, okay. Aber mal gucken. Das Problem ist, je mehr Leute man jetzt hier natürlich speichert, umso unübersichtlicher wird es irgendwann. Und ich kann niemals von jedem alles spielen. Das geht einfach gar nicht. Na, ich kann überhaupt nicht, wenn ich jetzt sage, ich spiele jetzt von ihm erstmal die anderen Level noch. Ich werde irgendwann an einem Punkt sein, an dem ich nicht mehr von allen alles spielen kann, die mir hier Sachen einsenden, was ich ein bisschen schade finde. Aber es geht halt einfach zeitlich nicht. Also bitte seid mir nicht böse, wenn ich irgendwann mein Level auslasse oder sowas von euch. Ach, das ist... Ja gut, der nächste Code ist halt auch er. Okay, dann kann ich mal ganz kurz gucken. KHS7WL. Ist das denn vielleicht hier das dritte? Okay, ja, dann sind es ja sowieso die, die ich mir geplant hatte. Dann kann ich auch von ihm die anderen 3 spielen. Ich dachte, ja, wie komme ich auf die Idee, dass es 4 Freunde sind? Es sind 2 Freunde und der eine hat 3 gebaut, der andere hat 1 Level gebaut. So rum geht das natürlich auch, klar. Ei. Ja, dann. Jetzt wollte ich mich gerade schon entschuldigen, dass ich die anderen nicht spielen kann, weil ja die dritte und vierte Person auch noch drankommen will. Aber es ist ja die gleiche Person. Ja, dann hat sich das ja schon geklärt. Okay, wir switchen wieder hin und her, ja. So, ab geht's. No. No. Ich will den lieber nicht mitnehmen. Ah, verstanden. Ja.
Das war vielleicht ein bisschen dumm, weil das kostet jetzt nur Zeit. Gib mir die nächste Shell, dankeschön. Au. Ach so. Was tue ich? Aber auch hier wieder, ne? Das ist natürlich eine Idee, die hat man schon mal gesehen und so weiter. Aber eben schön gebaut. Ich denke, so ähnlich wird es mit dem Wine-Level auch sein. Ich habe es halt einfach nur noch nie gesehen. Was soll ich da tun? Ich soll gerade keine Shell-Jumps machen. Sieht aber hier auf der Seite nicht anders aus. Funktioniert das, was ich... Ach so, ich habe ja eh einen Walljump. Ups. Ja gut, aber so ging es jetzt auch. Na, aber auch er kümmert sich auch so ein bisschen um Dekoration alles. Nicht einfach so was Hingerotztes. Also auf jeden Fall schönes Level-Design. Schönes Level-Design, doch, doch. Ah, das kann ich. Nee, kann ich nicht. Oh boy. Oh boy. So, jetzt warten wir und jetzt rüber. Okay. Uiuiui. Tschüss. Uff, weg sind sie. Will er jetzt doch den Shell-Jump? Der will doch keinen Shell-Jump von mir. Will er einen Shell-Jump? Nur weil ich immer an Shell-Jumps denke. Also das hier wäre ja auch so gegangen eigentlich. Ne? So. Ja, moin. So ungefähr, so. Aber was will er denn dann da drüben? Hab ich ja irgendwo ein Springboard übersehen? Wofür kommen hier so viele Shells raus? So, das war jetzt nicht so gut. Ah, das war besser. No, jetzt habe ich die beide ausgelöst. Oh mein Gott. Ich habe es kaputt gemacht. Nein. Okay, kann ich den einen mal wieder... Oh mein Gott. Ich glaube, jetzt ist wieder... Aber der will doch keinen Shell... Was will der hier von mir? Ja, ich hab's jetzt sowieso kaputt gemacht. Ist okay. Ja, ist okay. Ich sehe halt keine andere Möglichkeit, außer den Shell-Jump. Wahrscheinlich will er einen Hilfe. Sollte ja keinen Shell-Jump wollen. Die sind ja machbar. So ist ja nicht. Ah, Pilzi! Den Pilzi würde ich schon gern mitnehmen.
killt sie. Ach komm. So, die müssen wir bitte sich gegenseitig. Das wollte ich nicht. Aber ich wüsste halt gerade keinen anderen Weg. Aber es würde einfach von der Schwierigkeitskurve her einen enormen Veränderung bedeuten. Ich kann mir das nicht vorstellen. Mit on off dann ein Dings. Also während der. Oh, cool. So startet der gar nicht. Jetzt startet er erst. Ah, wenn ich direkt nach rechts gehe, startet er nicht. Das macht die Sache einfacher. Aber ich vermisse entweder einen P-Switch oder einen Spring. Das kann doch nicht sein. Nicht, was ich wollte. So, weg damit. Das hier würde ja... Das funktioniert, ne? Ah, das reicht aus. Das reicht aus. Da hätte ich mal eher daran denken können. Es hätte mich echt gewundert, wenn er den Shell Jump. Aber dadurch, dass da halt Koopas auch noch gespawnt sind, die sozusagen immer wieder gekommen wären, das hat ja so gewirkt, als ob man die gebraucht hätte. Null. Da habe ich mich jetzt wieder selten doof angestellt. Was man bei ihm merkt, ist, dass so vom Leveldesign, er macht das so abschnittsweise. Das finde ich ganz cool. Na, bei ihm ist so, jetzt beginnt ein Abschnitt, da hört er einen Abschnitt auf. Das merkt man einfach so, was Sache ist. Okay, das kriegen wir gecheased. Pass auf. Vielleicht kriegen wir es auch nicht gecheased. Ich dachte, ich komme da hoch. Ah, wenn das Rote an wäre, ne? Ah, es reicht nicht. Ja, doch! Doch, es reicht! Muss genau da oben den Dreisprung ansetzen. Oh Gott. Spielen wir es einfach, wie es gedacht ist? Was haltet ihr davon? Okay, machen wir. Komm her. Let's go. Ach so. Ah, jetzt. Jetzt hat er erkannt, was er tun soll. Oh boy!
hoffe, ich habe die Zeit noch. Oh. Na gut, dann gehen wir direkt weiter. Das war's dann wohl. Da kommt jetzt die Fahne, ne? Genau. Toll! Ja, schönes Level. Auch ein sehr schönes Level. Ich habe mich dumm angestellt in der Mitte, weil ich mich von der Shell doch wieder zu sehr habe inspirieren lassen. Aber schönes Level. Gut, dann haben wir ja noch eins, nämlich KHS 7BL SMF, was dann automatisch The Four Guardians Treasure ist. Weltrekord. 13 Minuten. Stundenpart. Ja, wir gucken mal. Vielleicht hat der einfach nur ganz lange gebraucht und mehrere Checkpoints immer wieder geladen. Gut, wir haben 4 Münzen. So groß kann der das Level ja gar nicht gebaut haben. Ich meine, es gibt ja eine Begrenzung. Okay, das machen wir jetzt mal noch nicht. Also es gibt 4 Abschnitte, ne? So habe ich mir das schon vorgestellt. Das sind ja auch 4 Guardians. So. Aber wo beginnt das jetzt? Ich geh einfach mal hier weiter. Boah, der baut ja riesige Sachen. Sieg. Okay. Da will ich nicht hoch. Alles klar. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Okay, da kommen Koopas raus. Kommt da auch noch was? Ja, natürlich kommt da auch noch was. Oh mein Gott! Okay. Das Ganze ist Mall-only vielleicht ein bisschen problematisch. Okay. Gut, da hat sich Mall-only gerade erledigt. Na gut, wir gehen mal weiter. Steht da schon, Lakitu ist der Schlüssel, aber Problem ist, ich kriege hier gleich ganz viele. Spielsachen, die ich nicht möchte. Oh mein Gott. Ja, okay. Das, war dieser Weg. Hier ist nichts, kein Pilz, kein gar nichts, ne? Okay. Vielleicht will ich doch den Checkpoint hier gleich auslösen. Aber hier sind ja auch noch mal verschiedene Wege. Das führt hier hin. Das geht hier. Hier geht's aber auch noch. Ein bisschen groß.
Das wäre es jetzt gewesen. War das da oben bei dem Baum dann der eine Guardian wahrscheinlich, ne? Das wäre wahrscheinlich der eine Abschnitt gewesen. Ich weiß es nicht. Oh, nice. Oh nein, gib mir das. Okay, da wäre noch eine drin. Schwimmphysik ist so merkwürdig. Geh hoch! Nein! Nicht dieses hoch. Gib mir einen neuen Pilz, Blume. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass ich die nicht... Okay, doch. Okay, ist das jetzt der Guardian? Oh boy, ich muss die Blume behalten. Nice. Das geht nicht. Nice. Mach dich weg. Nee, Mist. Jetzt muss ich mit Shells arbeiten, den Rest. Oh no. Oh no. Wobei, warte, dann kann ich ja das hier machen. Mist. Na, aber dann brauche ich ja den ganzen anderen Quatsch nicht mehr. Wait, doch. Weil wenn ich den jetzt hier drücke... Oh, warte, wir machen das ganz anders. Ich weiß, wie wir den killen. Pass auf, das funktioniert. Nein! Mist. Oh, ich hätte schwören können, ich kann ihn zerquetschen. Aber gut, dann muss ich jetzt halt noch einmal drücken. Und dann geht der durch. Problem ist nur, ich bin jetzt hier oben. Nein! Nein! Gott! Mist! Lass mich raus hier. Und jetzt kriegen wir die erste... Aber... Das kann man dann ja... Das kann man austricksen, oder? Ich glaube, das kann man austricksen. Ich glaube, hier ist nur eine 50er-Coin. Oder der 30er, meinetwegen auch das. Egal, wir gehen das mal jetzt den Weg weiter hier. Das führt dann wahrscheinlich zum zweiten Weg. Oh mein Gott. Ja, cool. Da wollte ich hin. Ich hab nach oben gedrückt. Häng dich doch ran, du Gesicht eines Marios. Ach, da komme ich jetzt hier raus. Ja, gut.
das bleibt dann ja bei dem Weg nach oben, wo wir schon waren. Nur das ist dann ja eigentlich nichts Neues. Nein! Ich bin so doof. Sondern ist das der Abschnitt gewesen? Ja, aber ich verstehe schon. Dann landen wir jetzt gleich wieder bei dem Koopa Lakitu, wollte ich sagen. Gut, aber wenn ich jetzt den ein bisschen besser hinkriege, ich nehme gleich mal eine Shell mit. Dann muss ich den einfach direkt abwerfen. Bevor er mit seinem Quatsch anfangen kann, und dann sind wir auch schon durch hier. Wir kriegen die zweite Münze. Nein! Das war ungünstig. So. Wie gesagt, dann kriegen die zweite Münze. Die ist ausgelöst. Ja, das jetzt nicht so cool. Aber die nicht. So. Jetzt kann ich ja anstatt ins Wasser, kann ich ja noch da in die blaue Röhre reingucken. Aber wie gesagt, wir kriegen jetzt ein zeitliches Problem. Das ist zeitlich nicht drin, das in der Zeit zu schaffen. Ist halt nur die Frage, wo schickt er mich jetzt raus, wenn ich jetzt sterbe? Also wo starte ich? Habe ich dann das, was ich bisher habe, behalte ich das oder ist es dann weg? Das ist so meine Frage. Ja, da ist jetzt hier die Geschichte. Ich muss den Kollegen da auch noch, muss den hier rausschicken. Alle raus hier. Dankeschön. Nein! So, du musst sterben. Aber wie gesagt, das Problem ist, ich müsste jetzt noch schnell... ich habe sie gerade noch bekommen. Damit habe ich die dritte Münze gesaved. Ah. Oh, gerade noch. Aber gerade noch. Okay, sehr gut. Eine fehlt. Ha, habe ich doch gesehen. Eine fehlt. Nur dadurch, dass man die Fahnen so durchwechselt, kann man die Münzen speichern. So, wo fehlt mir die jetzt? Ich habe eine Idee. Geh nochmal da rein. Wir sind bei Demon Ofna da noch nicht richtig hochgegangen. Huch, da wollte ich nicht. Nur das Feuer da, das fehlt noch. Und das kriege ich da oben nämlich. Jetzt kriege ich das. Ja, hier ist Feuer. Ah, verstanden. Da ist der Feuerabschnitt. So, dann kann ich nämlich hier... Nein, das war jetzt nicht so gut.
kriege ich noch mal so einen. Komm mal her. Nein! Komm noch mal, mach dich mal wieder hoch. Ach du Nuss! Komm her. Jetzt passt du mit dem Feuer nicht. Komm ich da nicht auch so hoch? Ja. Das ist nur für eine 30er-Coin. Okay. Da habe ich nicht drauf geachtet. Okay. Aber wir wissen, wo wir hin müssen. Alles gut. Alles gut. Das ist das größte Level bisher, was wir gespielt haben, ne? Das ist echt cool, wie groß man Level. Hätte ich nicht gedacht, dass man die so groß bauen kann. Ah, der hat das echt gut umgesetzt. Also, ich kann mich nur wiederholen. Der Kollege hier macht gutes Level-Design. Ist auch alles... alles machbar. Oh no! Das habe ich gehofft. Ja, der übertreibt es auch nicht mit Effekten oder sowas. Und Boss. Alles klar. Und tschüss. So. Damit haben wir das. Die vier Wächter sind besiegt. Ah, ich hatte gerade schon Bedenken. Aber die Frage ist, kommt noch ein Boss oder war es das? Das war's. Cool. Sehr cool. Jetzt will ich nur kurz gucken noch. Also wir kommen unter einer Stunde raus, das ist gut. Jetzt will ich nur kurz noch gucken, ob wir nicht... Oh, das war sogar der Rekord. Ob wir das nicht tricksen können an einer Stelle, hatte ich den Eindruck. Aber jetzt muss ich mir genauer angucken. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht auch nicht. Vielleicht geht's auch nicht, wie ich mir das gedacht habe. Ich kann mich da durchaus irren. Ah, ich muss hier rum. So. Und zwar über den Wasserweg. Ich muss mal gucken, wie das gelaufen ist. Muss mir das mal genau anschauen. Nein, das war nicht so gut. Ah, es kann sein. Ah, ich glaube, ich glaube, da hat er dran gedacht. Wir werden es gleich wissen. Wir werden es gleich wissen. Ich kann mich nur nicht mehr dran erinnern. Das ist, ah, mein Gott. Wieder runter. Ah. Ich glaube, da hat er dran gedacht. Ich muss die Blume beachten. Ich kriege ja hier eine neue. Dann muss ich sie auch nicht behalten. So, jetzt gehe ich über die Tür da rein. Und dann... Nein, er hat nicht dran gedacht. Dann... Ah, er hat doch dran gedacht. Ja, die Tür ist in der Luft. Ich komme nicht zurück. Ich komme nicht zurück. Alles klar. Ich wollte nämlich eigentlich mit dem Schlüssel da unten... Ach, Mist. Na, wenn ich den Schlüssel hier bekomme, habe ich gedacht, dann gehe ich zurück und mache mit dem Schlüssel die Tür auf. Aber ich komme nicht. Ich komme nicht zurück. Er hat da dran gedacht. Ich glaube auch nicht, dass man das austricksen kann. Okay, alles gut. Alles gut. Man kann es nicht austricksen. Ich wüsste zumindest spontan nicht wie. Weil die Sache ist ja die... Ich will euch das ganz kurz demonstrieren. Anhand... Markus, ich hoffe, du bist mir nicht böse. Das wollte ich sowieso noch zeigen.
weil mir das aufgefallen ist, als ich es durchgeschaut habe und Darius hat es auch geschrieben. Und das ist, was ich meine. Irgendwann wird das hier echt unübersichtlich. Das da war's. Die Sache ist ja die, sobald ich den Schlüssel bekomme, muss ich ja theoretisch, wenn mich zwischen der Tür, für die ich den Schlüssel brauche, und der Tür, für die ich die roten Münzen brauche, wenn da nichts dazwischen ist, dann brauche ich den ja gar nicht, die roten Münzen. Ne? So kann ich jetzt zum Beispiel hergehen. Ja, und dumm sein. Das kann ich. Geht das von hier? Oh, das war nicht, was ich wollte. So, wir wollen da runter. Weil ich bekomme ja, jetzt passt die Geschichte, ich bekomme ja von ihm hier einen Schlüssel. Ich bekomme ja von ihm einen Schlüssel. Und eigentlich soll ich hier Schlüsselmünzen sammeln. Ach, ich bin schon wieder doof. Eigentlich soll ich hier ja Schlüsselmünzen sammeln. Ich soll mit diesem Schlüssel eigentlich in diese Schlüsseltür gehen und hol mir dann eine Schlüsselmünze. Wodurch ich andere Schlüsselmünzen sammle. Aber ich habe jetzt ja schon einen Schlüssel von dem Kollegen. Alles. Ach nö, wenn, dann will ich schon eine gute Zeit jetzt aufstellen. Alles, was ich brauche, ist ja sozusagen der Schlüssel. Und sonst nix. Ne? Komm ich von da nicht direkt darüber? Ach, Mist. Mit dem... Ah, doch, komm ich. Doch, da komme ich rüber. Pass auf. Nein! Ah, es müsste noch kooperieren, die Plattform. Die Plattform müsste noch kooperieren. Aber das tut sie nicht. Schade. Wenn ich da wohl nicht drum rumkomme, mit dem Blockding zu fahren. Oder jetzt? Aber ich sehe halt nicht, wie die Plattform gerade steht. Das ist das Problem. Ja, Moment. Moment, wir haben da was vergessen. Weshalb wir hier sind. So. Dankeschön. Ja, gut, dann geht das jetzt halt gerade nicht schneller, als ich gewollt hätte. Nein! Oh, ich dachte schon. Ich mache wieder Quatsch. So, jetzt. Na, jetzt kann ich hier rein. Und dafür hätte ich eigentlich die Schlüsselmünzen genutzt. Ja, komm. Ist egal, ihr wisst, was ich meine. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.